Mütter oder Väter, die sich alleine um das Kind kümmern, haben gegebenenfalls Recht auf Unterhaltszahlungen. Sie können sich kostenlos beraten lassen, um ihr Recht auf Unterhaltszahlung gegebenenfalls mit Hilfe des Jugendamtes einzufordern. Die Voraussetzung dafür ist, dass die Vaterschaft festgestellt und anerkannt wird. Wer keine Unterhaltsleistungen erhält, kann Unterhaltsvorschuss beantragen. Der Unterhaltsvorschuss wird dann vom Jugendamt gezahlt. Durch eine gesetzgeberische Reform zum 1. Juli 2017 wurde die Anspruchsberechtigung für Unterhaltsvorschuss bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres des berechtigten Kindes erweitert. Wenn das Kind keine Leistungen nach dem SGB II erhält oder die Hilfebedürftigkeit im Sinne des SGB II durch die Unterhaltsleistung vermieden werden kann oder der Elternteil, bei dem das Kind lebt, mindestens über ein Einkommen in Höhe von 600 Euro verfügt. Die meisten staatlichen Anträge sind auf den Websites der zuständigen Stellen zu finden. Aber auch hier finden Sie viele direkte Verlinkungen zu wichtigen Formularen und Dokumenten.